Wer von euch kennt Tom und Jerry noch und dieses legendäre Steak? Ich wollte schon immer wissen, wie das schmeckt, also habe ich mir so einen Lappen besorgt und den hauen wir jetzt auf den Grill. Ganz ehrlich, wir machen da jetzt auch keine Doktorarbeit draus, sondern schmeißen den Grill an und dann salzen wir von beiden Seiten diese Riesenscheibe aus dem Rinderschenkel. Danach kommt das Ganze auf den Grill, direkte Hitze von beiden Seiten, 1-2 Minuten schön Grillmuster einbrennen, Grill auf indirekte Hitze umstellen und dann auf Kerntemperatur von 50 Grad ziehen lassen. Und was haben wir bei Kellerdamm über die letzten Jahre gelernt? Steak immer im Anschluss 5 Minuten ruhen lassen, damit sich das Fleischsaft wieder zurückziehen kann, damit ihr dieses Ergebnis habt am Ende. Und jetzt weiß ich ganz genau, warum die drei sich immer gestritten haben.